Es ist Zeit, den ersten Boss zu besiegen, hoffe ich. So. Ich hau mir jetzt Honig rein, Fleisch und Fleisch. Also, nix Fleisch. Ach, ja. Mein Leben habe ich mir auch so schon ein bisschen. So. Bist du bereit? Ja. Na, dann will ich sagen. Okay. Ein bisschen Angst. Ich weiß wirklich nicht, was uns hier erwartet. Die Mucke. Ich weiß auch nicht. Geht die Welt unter. Wo ist er denn? Ja. Okay. Oh! Okay. Oh. Alter, der hat den Baum gefällt! Okay, deswegen ist das hier noch gefährlicher. Oh nein, ich hänge fest. Oh. Okay, jetzt verstehe ich, warum wir nicht mit dem Speer hier kämpfen. Ja, aber es läuft ganz gut, wir machen den Damage. Oh. Okay. Ausdauer regenerieren. Ich weiß natürlich nicht, ob die Boss. Also ob die Sicht Gegner ist, ja. Ich weiß natürlich nicht, ob die Bosse skalieren mit der Spieleranzahl. Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass es einfacher ist im Koop. Okay, dann. Komm. Noch eine verpasst. Ha! Okay. Ist nicht. Oh, scheiße. Ich hätte tatsächlich gerne meinen Speer jetzt dabei. Oh, bam! Puff! Und okay. Jetzt? Ich hab Blut bekommen. Hartes Geweih. Oh, hier ist Hurin. Bringe mit deiner Wächtertrophäe zu den Opfersteinen zurück und bringe den Göttern ein Opfer, damit diese dir wohlgesonnen sind. Okay. Am besten gehen wir erstmal ins Lager, oder? Obwohl sind wir gerade nah am Opferstein. Ich will mein Speer, ich fühle mich mit dem Bogen nicht sicher. Der Bogen war super für den Boss, aber die kleinen Viecher. Mit Kanonen auf Spatzen. Also auf jeden Fall haben wir hartes Geweih. Ja, habe ich auch eins. Und Heiktür-Trophäe. Die muss man wahrscheinlich da in den Stein klatschen. Ich glaube, wir brauchen Rüssel ziehen dürfen. Ach, da unten, ne? Also da, genau, wo wir gestartet haben. Ja. Da ist unsere schöne Festung. Ich habe das doch jetzt aufgenommen, oder? Ich habe doch die Aufnahme gestartet. Ja. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Ich habe noch zwei Wege gekillt. Ja, krass. Wow. Das hat aber viel gegeben. Das waren 4 Rehhaut. Krass. Was ein gutes Reh. War ein guter Junge. Ehrenreh. Ehrenreh, genau. Spüße deine Augen, Reh. So. Werkbank. Ach, guck mal, es gibt auch einen Rehhautumhang. Das sehe ich ja jetzt erst. Ach ja. Für 4 Rehhaut und 5 Knochen. Haben wir noch Knochen? Ich meine ja. Ich guck mal. Und da, Geweihspitzhacke. Wie viel? 5? Warte, ich guck nochmal. 5 Knochen und 4 Rehhaut. Ah ja. Ja, 5 Knochen und 4 Rehhaut. Okay, habe ich. Also es sind noch 6, sind noch da. Und, aber was können wir jetzt? Geweihspitzhacke. Okay, brauchen wir noch Holz. Ja, so. Ist das auch noch?
3 Spitzhacke, zack. Und den B-Haut hinhauen. Okay. Dann wollte ich den Rehhaut umhangen. Yeah. Und die Geweihspitzhacke. Yeah, schönes Cape. Ach, cool. Achso, ich muss mal was. Schön, das ist cool. Ich habe auch noch einmal dieses Geweih von ihm. Warte, Geweih, das packe ich dazu den Würfel. Ich muss jetzt mal kurz den ganzen Scheiß wieder einsortieren. Was können wir denn jetzt hier machen? Das ist, glaube ich, so, ja, die Spitzhacke. Der Rabe will was. Das ist reich an Mineralien. Sein Boden birgt Kupfer am Strand vollkommen. Nun geht es. Ah! Am dunklen Wald gibt Kupfer und Zinn. Ah! Und man kann die Steine, jetzt kaputt machen, ja. Gott, ich bin ja so hart auf die Eier. Feuerpfeile packe ich jetzt in die Kiste. Ja, und wir haben jetzt noch natürlich hier Eiktürs Trophäe. Oh, der macht doch den Boden kaputt. Ja, genau, damit kann man auch wirklich in den Boden runterbuddeln. Ich will eigentlich diesen Stein hier fassen. Ach so, das ist sogar ein eigener Skill, warum sehe ich gerade? Was? Spitzhacke, also Fähigkeit. Oh, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Ich will diesen Stein hier aus dem Boden haben. Der stört mich. Mein Monk sagt, weg damit. Ja, weg ist er. Jetzt die Booty clear. Sagen, dann lieber eben noch Trophäe wegbringen. Ja, warte, ich hole mal kurz meine Sachen wieder. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich baue uns gleich auch mal ganz normale Pfeile, also richtige Pfeile, nicht diese Holzpfeile, weil wir ja wahrscheinlich bald in den Dunkelwald müssen und dann sollten wir vielleicht für die Trolle. Ja. Ah, guck mal hier, der dicke Stein kann auch weg. Oh, krass, da bricht ja so richtig so ein Stück raus aus dem Stein. Mhm. Das sieht ja cool aus. Das wäre so hoch, hoch Stein weg, weißt du? Hab ich den Hammer gar nicht upgraded? Lager von diesen dummen Steinen befreien. Ja, Zinn habe ich auch zweimal gefunden, das habe ich auch auf der Karte markiert. Schaden in der Wand. Ach, ich hab den Hammer gar nicht dabei. So. Lass meine Steine weg. Komm, Stein weg. Stein weg. Stein weg. Das dauert noch. Boah, ja. Du hast ein Loch in den Boden gehauen. Warte, ich hab schon wieder. Was hast du gesagt? Hm? Hast du das Loch hier in den Boden gehauen? Ja, leider. Ich wollte das jetzt gleich ausheben wieder. Ich repariere hier, wenn du einen Stein abbaust.
ihn auch oder triffst du gerade nur deinen Holzbalken? Echt? Hä? Ach, sonst lasse ich den Stein einfach, der ist echt geil. Und ich mach das mal kurz gerade wieder. Ich glaube, man trifft nur ja, diesen Holzbalken. Dein Boden ist kein Schaden. Hier habe ich auch noch ein Loch. So. Okay. Ja. Jo, wo war denn der Altar? Mach schon mal auf den Weg dahin. Ja, ich komme jetzt auch. Blöde. Also mit dem Cape finde ich ganz cool. Los, Cape, geht mal auf. Ah, shit. Hab ich gar nicht gesehen, ey. Ah, ich habe keine Pfeile dabei. Naja, egal. Oh, ich hab 33 Steine mit dabei, weil ich nicht 40 Steine habe. Ach, guck mal, hier ist jetzt so eine Grabungsstätte. Das würde mich jetzt interessieren. Oh, diese Kiste verbuddelt. Krass. 2 Rubine, eine Bernsteinperle und 11 Feuerpfeile. Oh. Ja, Skelettüberreste, also Knochenfragmente. Ja, klar. Das sind diese umringten Sachen, ne? Genau, ja. Ich hatte auch ein paar auf der Karte markiert. Mit uns zu sein. Ne, ich glaube auch nicht mehr. Zweimal Knochen und eine Kiste. Hm? Ich hab gar nichts gefunden. Jetzt war mein Spitzhack schon fast wieder kaputt. M-Box 27. So.
Tümpel hier. Oh, nein, ich wollte gerade sagen, das ist ein Stein. Ah. Oh, da vorne ist er. Da sind wir wieder am Anfang. Gut, ein paar. Wie los? Sammel doch nicht irgendwelche Scheißbücher. Box sie tot. So. Erster Boss, zweiter Boss, dritter Boss, vierter Boss, fünfter Boss. Und jetzt können wir hier. Achtung. Yeah. Oh, guck mal hier, Kraft aktivieren. Deine Fertigkeit zu rennen und zu springen sind verbessert. Sprung, Ausdauer, Kopfbau 160%, Rennen, Ausdauer, Kopfbau 160%. Deine Fähigkeit zu rennen und zu springen? Oh. Baby Kopf von Eichhaltür gewährt. Verwende sie, wenn du sie brauchst. Dann nutzt sie, wenn sie im Dunkeln bleibt. Wenn ich da hinten komme, das Gebiet und ich glaube, wir finden verloren. Schätze und Botschaft, Leute. Uralter erwartet dich. Ja, und links Eiktür bereit. So fancy hier der Stein jetzt. Wie aktiviere ich das Ganze jetzt? Ich habe keine Ahnung. Steuerung. Wächterkraft F. Fünf Minuten zählt das. Alter, jetzt kann ich rennen wie so ein Stier oder was? Ja, mal ausprobieren. Hm? Ah. Kraft nicht bereit. Ach so, weil. Kann das sein, dass. Ja. Hast du oben rechts einen Buff? Ja. 5 Minuten. Ah. Ja. 4 Minuten 48. 49, ja. Okay, dann. Okay. Guck mal, wie wenig Ausdauer meinst du braucht beim Sprinten? Ach, krass. Du fängst an zu klären. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt bessere Pfeile und dann gehen wir in den Dunkelwald zusammen. Ne? Geil, ja. Und dann gucken wir mal, ob wir Kupfer und. Also Zinn habe ich schon zwei auf der Karte markiert, auf jeden Fall Kupfer. Und vielleicht ein paar Dungeons oder so, wenn wir welche finden. Ja, bis jetzt haben wir ja nur einen gefunden. Männchen. Warum nicht Männchen, Männchen? Bam. Bam. Ich muss springen, Skillen. Da könntest du wahrscheinlich jetzt auch ein Reh einholen und erschlagen. Stimmt. Ah, und 20, ah, okay, 18 Minuten Abklingzeit unten links in der Ecke, bis man ihn wieder aktivieren kann. Hm, aber gut. Spring auf 13. Ich mach mal kurz das ganze Zeug in die Kisten. Was sind denn die nächsten Pfeile? Feuersteinpfeile, wow. Ja, Feuersteine müssten wir en masse haben. Ja, Federn sind halt zwei, das, da können wir gar nicht mal so viele herstellen. Ja, wir haben 30, gut, wir kriegen 20 pro Ding, ne? Also. Ach so, ah ja, stimmt, Teile. Klar. Boah, Gott, ich hab so viel Scheiße hier dabei. Dino. Noch ein Fragment. Gleich mal hier. Hm, Feuerpfeile.
Kotze. Und alle Skelette töten. Die Knochen. Dann haben wir da sich noch wieder. So rumstehen, die ganze Zeit nur rumstecken. Oh, es ist dunkel und neblig. Ja. Brenne. Da brennt schon wieder jemand. Dann liegen. Achso, hast du schon die Pfeile gebaut? Nee. Okay. So. Dann bau für mich einfach mit. Ja, Holzfäller. Ich hatte recht. Du trägst zu viel. Ich bin einfach die ganze Zeit noch mit. Okay. Nummer eins. Wie viele soll ich mal herstellen? 200? Ja, mit unserem Druck. Oh krass, man merkt, wenn der Buff weg ist, wie viel Ausdauer schluckt. Okay, dann habe ich jetzt 200. Vielleicht tue ich mal wieder zurück. Da, da, da. Ach guck mal, hier steht sogar dran. Rennen, erhöhte Geschwindigkeit und verringerte Ausdauerregeneration während des Rennens, okay. Hm, springen, Sprunghöhe. Schaden mit unbewaffnet, Schaden mit Keulen. Absolviert Schaden beim Block mit einer Waffe oder einem Schild, beim Äxten, beim Bäumen, Ausdauerfeuerung während des Schwimmens, Planung verbraucht der Ausdauer während des Rennens, okay, wenn es steigt, was das denn? Schwere Schaden mit Bögen, Schaden mit Spitze. Okay, ich habe die Sachen zurückgelegt. Ich habe die hinten, genau, da wo die anderen auch sind. Bettchen, alles repariert, check. Guten Morgen. Tag 13. Boah, ist das lieblich. Krass. Ich bin zufrieden, dass es hier gar nichts ist. Okay. Dann in den Dunkelwald. Oh, wir sind sogar direkt vor der Tür hier so ein Stein-Ding. Das stimmt. Das muss so neblig jetzt sein, das ist ja gar nichts. Jetzt ein Troll kommt, haut uns davon um, wenn wir gleich gesehen haben. Da hinten habe ich sogar Zinn markiert. Können wir theoretisch gesehen durch Zinn gehen? Und hier war ja unser Dungeon. Ist auch die Frage, ob wir da jetzt weiterkommen oder ob das sich was ändert mit dem. Wir können da mal reingehen wegen der Spitze. Ja, machen wir das. Dann gucken wir uns da mal um. Ich denke, brauchst du auch weniger neblig. Ich weiß nicht, ob da jetzt hier Gegner drin sind oder ob die in den Toten sind, sind tot so ungefähr. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Dann guck ich mal kurz hier. Nee, sieht nicht so aus. Da hinten war ja noch.
nicht hochgeblieben. Ne? Die Gegner scheinen ja nicht wieder zu kommen. Schade. Ja, schade. Jetzt sind sie wieder raus. Ja, dann. Ja. Ah, guck mal, jetzt regnet es immerhin. Ja, ja. Wenigstens kein Nebel mehr. Auch wenn der Regen auch nicht so berauschend ist. Warte, genau hier hinten hatte ich. Oh, das ist ein Troll! Wo? Da. Wie ist ihn? Ach, da, ja. Oh. Oh! Okay. Ich glaube, das müssen wir nicht treffen lassen. Nicht. Oh, der wird von Steinen. Oh, sehr nice. Oh, guck mal, wir schmeißen hier was um. Bam! Tot. Nice, okay. Beide sind ja Bombe. Was droppt der? Oh, Trollhaut. Gibt neues Rüstungsset. Oh. Alle. Hier, da hatte ich. Hier habe ich Zinn gefunden. Hier. Das sind. Ah. Ist ein Grüßkrieger? Grüßkrieger hier? Hm? Ah, Zinn Erz. Ja. Das auch. Ist das auch Zinn? Nee, das ist Rock. Rock. Willkommen? Ach, da, hier ist also, Rohrz muss zunächst mit Hilfe von Schmelzofen veredelt werden, bevor er mit Hilfe einer Schmiede weiterverarbeitet werden kann. Um einen Schmelzofen solchen benötigt du sowas wie im Kern, ne? Diese findest du an dunklen Orten unter der Erde. Ja. Haben wir welche? Ja, wir brauchen 5 für einen Schmelzofen und 5 für so eine Schmiede. Dann, wir haben 4. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch so ein paar Dungeons finden. Das ist aber. Wie schwer ist denn das Zeug? Oh! Schon ein bisschen. 5 wiegen 96. Komm. Welches ist kaputt? Ja, okay. Auf jeden Fall noch weiter in den Dunkelleiter kommen. Das ist auf jeden Fall ziemlich mit. Da oben ist irgendwas. Ach, das ist ein Spawn. Ein Spawner, ja. Oh, glaube ich Kupfer. Nee, Gott. Da auch Zinn. Guck mal hier. Ja, irgendwelche leuchtende Pflanzen. Was sind Ist das? Hier. Oh, da kommt schon Ray drauf. Der Spawner ihn kaputt. Oh, der ist aber. Oh, Grey Dwarf Brute. Oh. Oh, fuck. Das war gerade so gut. Alter! Gut für Fetti. Ach, da kommt noch ein kleiner. Ja. Okay. Oh, das sind so Schamane. Okay, Schamane habe ich gekriegt. Ah, shit. Der macht aber gut Schaden. Oh, da kommt noch ein kleiner. Oh, der hat auch einen Stern. Fuck. Okay. Vorsicht, der kommt zu dir. Oh, ja. Ach, okay. Gott.
Nein! Nein! Wir brauchen einen neuen Timmy. Schützen das viele. Ja, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Okay, der Brute ist tot. Oh, uralter Samen bekommen. Fuck, da spawnen aber schon wieder neue. Ich lang da, ne? Okay. Ein Great Dwarf Nest. Oh, sieht auf jeden Fall einiges aus. Okay, ich hab's kaputt. Ah, ich bin unterwegs. Okay. Alter Samen. Hier ruht's am Sattel. Ich bin fast da. Die Frage, ob man die Spawner kaputt machen sollte oder behalten sollte, damit man die Viecher farmen kann. Habe ich auch schon überlegt. Ja, vielleicht machen wir lieber auf unserer Heimatinsel alles kaputt und suchen uns später einfach. Jetzt will ich nicht der einzige Spawner sein. Ist bei dir mein Grabstein? Ja. Ja. Die Skelette wäre es halt auch ganz cool für die Knochenfragmente. Dann könnte man sich direkt die Knochenfragmente zusammensuchen. Ja, stimmt. Ich lasse jetzt mal in Ruhe, weil ich habe jetzt schon 256 von 300. Ja, dann nehme ich. Ich würde gerne noch ein bisschen Kupfer mitnehmen. Vielleicht mal so einen Dungeon finden. Ja, sag mir nur, was siehst. Ja. Ich weiß ja nicht, wie Kupfer jetzt im Spiel aussieht. Theoretisch gesehen sollte es ja so orange-mäßig sein. An der Küste stand Zinn und innere Kupfer. Also ich glaube nicht, dass wir hier draußen. Okay. Warte, wir können ja hier mal am Strand langlaufen, sodass wir das Stück erkundet haben. Guck mal, ja, hier ist Zinn auf jeden Fall noch. Okay. Ja, hier ist auch überall Zinn. Hier wird es auch ein bisschen bergiger. Überall Zinn. Ich würde sagen, hier endet das Ganze. Jetzt eigentlich nur diesen Berg hier hoch. Ah, ich glaube, okay. Ich glaube, wir sind wirklich auf einer riesigen Insel. Wenn ich jetzt nicht alles täusche, müsste ich gleich unten da rauskommen und dann haben wir eine große Inselfläche. Überall. Wow, hier ist ein Troll! Warte, ja, gut. Oh, fuck, ich hab mich fest. Okay, gut, wo bist du? Oh, du bist aber weit entfernt. Ja, ich bin da einmal am Strand lang. Okay, Zinn kann ich nicht mehr mitnehmen. Bin auch schon fast voll. Das ist toll. Ja, natürlich kommen jetzt noch Grey Dwarfs. Und ich habe eine Höhle gefunden. Oh. Wo bist du da? Okay. Natürlich. Der Troll kommt mit mir am Strand hier. Alter, da muss hier gerade irgendwas Viechchen noch töten. Komm, du. Ach Gott. Was ist hier zum Strand? So, okay. Was essen?
Gut, da ist der Troll. Ich sehe ihn. Oh, hab ihn. Ah. Mehr Trollhaut und eine Trolltrophäe. Wirklich einmal um die Insel drumherum. Vorne war noch eine Höhle. Oh, guck mal, hier ist was gelebt. Was? Markier die mal. Ah, okay. Ist schon ziemlich voll. Also ja, jetzt kommen, rein können wir jetzt sowieso nicht, weil ich bin auch vollkommen voll. Jetzt markiert. Ja, hab ich auch. Ich kann noch den Kreis auch noch schließen. Wo ist überall Zinn? Also Zinn ist easy zu finden. Mhm. So, jetzt bin ich genau einmal um die ganze Insel. Na, ich noch nicht. Mir fehlt noch der südliche Teil. Gucken, ob der so ist denn. Mit. Oh, guck mal hier. Blaubeeren. Da habe ich auch schon ein paar. Blaubeeren. Vorsicht. Guck. Ah, da. Sieht ein bisschen stärker in die Viecher. War 99 von 300. 286. Opa. So. Ah, ich vergesse mal die Sachen wegzustecken. So. Hier ist anscheinend schon das Schneegebiet, ne? Also. Oh ja. Ist wie dieser, weil der ist wahrscheinlich der Berg hier, ne? Der so hoch ist. Na, stimmt. Hä, kriegst du keinen Berge. Schaden? Nö. Du? Nee, eigentlich nicht, aber vorhin das ist das erste Mal. Oh, jetzt war. Du erfrierst, okay. Okay. Ja. Schnell runter hier. Ich bin nicht erfrieren. Ich bin jetzt blöder Tod. Okay, jetzt auch wert. Oh, was ist das hier noch? Das ist wie so ein Runenstein. Oh. Oh, shit. Ja. Kommt her. Hier den Rand lang wieder zurück. Den Rest der Karte. Und mal ausschalten, noch was finden. Runenstein, okay. Lecker. Pilze hast du auch einen Boden hier oben. Naja, gut. Blaubeeren. Hast du gefunden? Ja. Der ist aber schwer zu erkennen, ne? Ah doch, ich hab vorhin schon mal, glaube ich, dieses große, ne? Ja. Ja, hier das ganze Ding. Ich markiere es auch mal auf der Karte. Kupfer. Also kann ich jetzt eh nicht mitnehmen, weil ich habe keinen Platz mehr, aber ich hab's markiert. Vermooste Steine mit so kupfernfarbenen Adern durchzogen. Oh, Achtung! Drei Stück.
da ist auch nochmal Kupfer. Das große, ja, ne? Ja, ich gehe ja mal, ich versuche mal wieder am Rand anzulaufen. Oh, da oben ist auch so eine Ruine, kann das sein? Warte, ich rutsche. Kupfer markiert. So. Jetzt hat man so eine Steinruine. Oder ist da nichts drin? Ja, das ist Stein. Oh, das wäre schon ganz cool, wenn wir auch Stein bauen können. So, ich guck, man kann jetzt hier so ein bisschen. Oh, guck mal, ist das auch Kupfer? Ne, das ist nur normaler Stein hier, ne? Hier ist noch ein Runenstein. Hier ist auch nochmal Kupfer. Cool. Ja, hier bei mir auch. Ah, ich mag, dass man das markieren kann. Aber du stehst, ich auch mal Kupfer. Hier, wo ich stehe, kannst du auch einen Marker machen. Okay. Oh, da sind 5 oder so von diesen scheiß Grey Dwarfs. Und ein Gebäude. Oh. Siehst du das? Nee, ich seh's noch nicht, warte, ich bin nicht ein bisschen. Komm gerade zu dir. Ich glaub nicht gerade den. Ah, hier, hier. Oder? Bin ich hier richtig? In deine Richtung. Ja, da oben bist du. Mit so ein paar am Arsch. Hi. Alter, ich bin jetzt bei dir. Okay. Okay. Ist da eine Kiste? Gold und ein paar Pfeile. Was ist hier irgendwie? Hocker. Ah, guck mal. Ah, geil. Oh, edles Holz bekommen aus dem Hocker. Gab mir neue Rezepte. Ausprobieren. Runenstein. Weit gewartet vor dem Schutz. Ah, da war Rehhaut drin. Okay. Das ist fast kaputt gemacht, oder? Ja. Ah, jetzt bin ich überfüllt. Hier mit weg. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich hier auch alles aufgedeckt. Ne, habe ich auch. Also nicht komplette Insel, da fehlt immer noch der südliche Teil. Ich habe jetzt die ganze Insel bis auf die Spitze vom Berg. Also ist eine so umgeknickte Tanne. Die Tanne können wir aber nicht abbauen, oder? Tiefer. Doch, die können wir abbauen. Gibt die anderes Holz? Ja, kann ich jetzt eh nicht ausprobieren, weil ich bin voll. Ja, ich nehme ich auch. Wir uns mal nach Hause. Da ist es. Das ist doch ich. Ah, ne. Das ist interessant, ob die anderes Holz geben. Weil die Birke zum Beispiel, die können wir nicht mehr abbauen. Aber das heißt ja nur, dass die anderes Holz geben muss, weil. Ja. Sonst wäre es ja Schwachsinn. Ja, wir haben 10-mal Trollleder. Eine Trolltrophäe. Ich hab 15 mal Zinn noch dabei. Ich hab 27 mal Zinn. Gut, Kupfer haben wir jetzt nicht abgebaut, aber wir brauchen eh diese blöde. Ja, dann können wir ja als nächstes in den Dungeon da. Also. Ja. Hoffentlich sind da noch ein paar von den Dingern.
Die Pfeile gegen die Trolle waren auf jeden Fall sehr gut. Ja. Jetzt Schuldschwein. Komm, und auch die anderen kleinen Scheiße hier. Bleib stehen, zau nicht ab. So. Muss ich mir noch was einfallen lassen. So, mal gucken, also. Trolllledertunika kostet 5 Trollhaut, hat Rüstung 6 und Z-Effekt 4 Teile macht mich wesentlich hinterhältiger, schleichen plus 25%. Dann ist noch die Hose und den Helm dazu. Und ein Umhang. Was am besten hätte ich. Ich lege mal die Troll. Ich lege das auch mal hier zu dem wichtigen Zeug. Muss am besten einmal den Inventar ziehen, damit du die Rezepte kriegst. Ah ja, stimmt. Dann. Jo. Hast du noch dieses edle Holz? Dann würde ich das mal kurz. Lass das mal entgegen. Da. Ah, okay. Bitte. So. Reicht. Schluss in die Kiste. Blaues Banner, Wächterstein. Jetzt. Ich habe auch noch hier uralter Samen. Die ganzen Pflanzen, Pyrein-Distel. Ich glaube, ich muss demnächst mal hier so eine Lage Kisten drüber machen. Ich glaube, dass wir so schnell. Ah, das ist gut, dass die Erze reingetan ist. Und Knochen, da nur Knochen. Ich glaube, dann kommt die Fressenskiste. Vier Stück, das heißt, wir brauchen noch mindestens 6 von den Dingern. Von was? Diesen Kernen, so den Kern. Wir brauchen, wo war es denn? Achso, das war mit dem Hammer, ne? Ja. Hammer holen. Jetzt habe ich einen Hammer genommen, jetzt habe ich auf einmal wieder neue Sachen bekommen. Portal, Wächterstein. Portal kostet auch diese Kerne. Ah, hier, Kohlemeiler kostet 5 und Schmelzofen kostet auch 5. Hey, hölzerne Drachenverzierung. Cool, edles Holz. 5 und Stein. Schmelzofen? Aber auch mal. Okay, dann müssen wir jetzt nächst. Da bin ich mal sehr gespannt auf. Jetzt Dungeon? Ja. Bin ich sehr gespannt. Ich baue gerade nochmal hier unser Lager ein bisschen auf.
dann. Obwohl wir schon relativ viele Kisten haben. Und echt viel Kram. So. So. Ich hab unser Lager mal eben verdoppelt. Hast du das größer gemacht, oder? Aha, guck mal rein, ich war schlau. Ja. Ich hab hier so kleine Zwischenbrettchen gemacht und dann war es auch eine neue Kiste. Was ich jetzt mit dem machen wollte. Weil es mir um den Sack geht. Hier. Und dann ich mal einfach mal. So. Jetzt hab ich ihn gebaut. So. So, bevor ich es vergesse, ich baue mal bei dir ins Haus die Werkbank. Da ist relativ viel Platz. Weil die draußen geht immer kaputt. Ah, oh, okay. Dann will ich die ganze Zeit mal reparieren. Ich stehe jetzt mal hier in deine Ecke, wo man friert. So, dann kann ich draußen nicht reißen. Dass ich vorher gebaut habe, weil jetzt kann ich noch bis hier bauen, aber ist ja egal. Oder ich pack die einfach die andere, das wird viel schlauer. So, jetzt müsste. Ja, jetzt habe ich hier massig Radius zum Bauen. Okay. So, eine Kiste packen. Das habe ich schon, oder? Okay. Dann. Oh, beginnt gerade der Tag, kann das sein? Das kann sein. Sollen wir in der nächsten Folge ins Dungeon gehen? Ja, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, ja, beenden wir diese Folge hier und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mhm.